Und hier ist alles perfekt vorbereitet. Das strahlendste Gastgeberlächeln aufgesetzt, gigantische Sportstätten gebaut. Peking wird aufpoliert für die Olympischen Winterspiele im Februar. Die deutschen Rodler sind auch schon in China zum Weltcup-Auftakt. Sie dürfen schon mal das Eis testen und Desinfektionsluft schnuppern. Olympia unter Corona-Bedingungen in dem Land, aus dem Corona kam. Es wirkt total verrückt, ist aber vor allem eins typisch China. Von oben bis unten durchorchestriert. Sogar die Lust am Wintersport wird einfach angeordnet. Aufwärmübungen am Morgen. Yo Qing ist Skilehrerin in ihrem Heimatort Zhangjiakou, einem der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele. Der Trend zum Skifahren ist in China noch jung. Yo Qing hatte sich ursprünglich beim Skiliftbetreiber auf eine Computerstelle beworben. Sie fragten mich dann, möchtest du lieber Skilehrerin werden? Ich habe gesagt, ich kann gar nicht Skifahren. Sie sagten, dass sie mir das beibringen werden. So kam ich durch einen Zufall zum Ski und zu meinem aktuellen Job. Jetzt bringt sie der nächsten Skilehrergeneration die Anfängerübungen bei. Sobald Olympia losgeht, wird hier für Touristen alles geschlossen. Yu Qing will dann als Freiwillige bei den Spielen helfen. Ich will dabei sein. So eine Chance hat man nur einmal im Leben. Die Olympischen Spiele werden in einem streng abgeriegelten Bereich stattfinden. China ist das einzige Land weltweit, das noch an einer Null-Covid-Politik festhält. Zwischen drinnen und draußen gibt es ein Niemandsland. Die rigorosen Pandemie-Maßnahmen hat das deutsche Bob-Team erlebt. Sie waren schon zum Testen auf der Bobbahn. Dauert halt alles ultimativ lang, weil nach jedem Mal, wenn wir irgendwo waren, wird danach desinfiziert. Die gehen hier in kompletten Schutzanzügen durch die Gänge und sprühen hier Tonnen von Desinfektionsmittel rum. Also das ist krass, es riecht immer wie im Schwimmbad. In selbstgedrehten Videos zeigt der mehrfache Welt- und Europameister die Anlage von innen. Wenn wir mit dem Bus an die Bahn fahren, wird danach alles desinfiziert. Also die geben sich ja größte Mühe, dass ja auch wirklich gar nichts an Keimen überlebt. Da wird alles getötet und man kommt sich vor wie so ein bisschen wie was Fremdes und so, ich würde nicht sagen unerwünscht, aber ich glaube, die sind froh, wenn wir wieder weg sind. Gänzlich unerwünscht ist freie Presse. Zugänge zu den Sportstätten und zu Interviewpartnern überwachen die Behörden und rechtfertigen alle Absagen mit Pandemiebekämpfung. Alle akkreditierten ausländischen Reporter können über die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking berichten, wenn sie sich an die Gesetze und Regularien in China und die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen halten. Zurück zur Skilehrerin Yu Qing. Sie unterstützt die strengen Pandemieregeln in China. Dass sie nach Olympia für 3 Wochen in eine Isolationseinrichtung in Quarantäne muss, für sie kein großes Thema. Und wir müssen Ihnen noch diese Bilder aus Kanada zeigen. Gewaltige Wassermassen haben Teile des Westens, British Columbia, einfach weggespült. Mittlerweile wird das Essen knapp, das Militär ist im Einsatz und die Kanadier, die ja eigentlich seit Jahr und Tag mit ihren Naturgewalten leben, sind schockiert. Bahnwaggons, die in den Abgrund stürzen, Brücken, die einbrechen, ein Feuer, in dem rund 100 Autos abbrennen. Es sind Bilder der Zerstörung nach dem verheerenden Unwetter in British Columbia im Westen Kanadas. Premier Trudeau sichert Hilfe zu. Ich kann bestätigen, dass hunderte Einsatzkräfte der kanadischen Armee sich auf dem Weg nach British Columbia befinden, um zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. Und Tausende mehr bereitstehen. Innerhalb von 2 Tagen kam so viel Regen vom Himmel wie sonst in einem Monat. In British Columbia gilt mittlerweile der Ausnahmezustand. Und angesichts leerer Regale wird die Bevölkerung zur Besonnenheit aufgerufen. Bitte machen Sie keine Hamsterkäufe. Was Sie brauchen, brauchen Ihre Nachbarn auch. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Lieferketten schnell und ordentlich wiederherstellen können, solange wir uns alle so benehmen, wie wir es schon die letzten 2 Jahre tun. Wegen der Wasser- und Schlammmassen müssen Anfang der Woche mehr als 17.000 Menschen ihre Häuser fluchtartig verlassen. Im kleinen Merritt ist die Gefahr so groß, dass das ganze Dorf evakuiert wird. Auch vor dem Haus von Anwohner Jared Thomas steigt das Wasser rasend schnell. Die Evakuierung von ihm und seiner kleinen Familie wird er so schnell nicht vergessen.
Wir wurden früh von einer lauten Sirene geweckt. Wir haben rausgeguckt und was wir zu dem Zeitpunkt sahen, war nur ein Rinnsal. Aber als wir unsere Sachen gepackt haben und ins Auto gestiegen sind, standen wir schon knöcheltief im Wasser. Mehr als 200 Kilometer nordwestlich rauscht Anfang der Woche eine Schlammlawine den Abhang hinab, die das erste Todesopfer fordert. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Tausende Tiere verenden in den Fluten, so sie nicht durch kreative Lösungen, doch noch in letzter Sekunde gerettet werden können. Zum Glück hat der Himmel über Deutschland eher Langweiliges zu bieten.